Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier heute einfach mal am Start. Einmal mit Onkel Mo. Moin Moin. Hallo. Genau, Freunde. Und wir haben auch nochmal in der Lobby Psycho Kid. Auf jeden Fall nochmal als zusätzlichen Helfer. Ihr seht schon, auch 52 Pokale, 52.000 Pokale hat er als Rekord. Und sehr, sehr krass viele 35er. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne ihn tatsächlich sonst nicht so, aber bin mal gespannt auf jeden Fall. Und natürlich auch Onkel Mo, ihr wisst es ja, Leute. Und wir spielen heute die 8-Siege-Challenge. Und Leute, die lohnt sich wirklich. Erstmal, die heißt richtig weird, hübschester Bot-Herausforderung. Ja, bei 8 Siegen bekommt man eine gratis Megabox zum einen. Sehr, sehr geil. Und dann nochmal dieses hübsche Bot-Profilbild, ne? Also einfach mal ein Bot mit so einer hübschen Frisur. Besser geht's natürlich nicht, Leute. Und genau, auf jeden Fall, ihr seht hier die Challenge. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Auf jeder Map ist auch so ein Riesenroboter drauf. Das wird bestimmt ganz lustig. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Runde. Ihr seht schon, wir haben einmal Poco, ja, Griff und genau, einmal noch Max am Start. Genau, also Psycho Kid ist ja dann wahrscheinlich in der Mitte, ne? Genau. Genau, genau, Freunde. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir die Challenge schaffen. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal das ganze Video an mit den Kombis, die wir hier so gespielt haben. Und genau, spielt die Challenge unbedingt, Leute, weil 8 Siege für eine Gratis-Megabox ist extrem gut. Also normalerweise sind das eher so 9 oder 10 gewesen in Vergangenheit, wo man gewinnen musste für eine Megabox. Also das ist wirklich schon ziemlich, ziemlich easy, da die Megabox abzustauben, wenn man es gut macht. Aber natürlich muss man den Riesenroboter im Auge behalten, wie ihr schon sehen könnt, Leute. Die Shelly wird jetzt gerade von dem komplett attackiert. Sehr, sehr geil. Droppt auch Gems, ne, glaube ich. Ja, 3 Gems hat er gedroppt. Ja. Ja, das ist halt sehr krass, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, nimmt auch Brawler, die wie Max zum Beispiel, ne, wo gut halt Damage machen können. Oh, nein. Okay, ich hau mal lieber schnell ab hier. Oh, ich hab's doch geschafft. Sehr nice. So. Okay, Leute. Oh, okay. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Okay, okay, okay. Haben wir gleich wieder die Gems am Start, ja. Okay, schaffst du es? Ja, du schaffst es, ne? Echt? Okay, sehr, sehr gut, Leute. Und falls ihr euch übrigens wundert, ich bin gerade in einem Hotelzimmer tatsächlich in Köln, weil ich noch heute auf dem Equal Esports Event bin in Köln. Da könnt ihr auch gerne vorbeikommen in der Innenstadt. Da werden wir auch heute sogar Brawl Stars spielen um 14 Uhr. Das ist am Hohenzollernring 35. Also nur, falls ihr aus Köln oder in Umgebung kommt, könnt ihr gerne vorbeischauen. So, Leute, und ich würde sagen, genau, erster Sieg ist schon mal am Start, sehr, sehr geil, okay. Wieder auf Genie switchen, oder wie, ich weiß gar nicht. Oder, ah, okay, Lola. Vielleicht Lola ein bisschen besser wegen dem Damage dann, ne, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich, ja. Genau, Leute, let's go. Und übrigens, viele fragen ja, wann geht es mit dem Danita Rang 35 Push weiter? Oh, soll ich jetzt in der Mitte, ne, okay. Versuch's mal. Wann geht's mit dem Danita Rang 35? Push weiter. Wir werden auf jeden Fall den weitermachen, keine Sorge. Wir werden auch noch Sam auf 1000 pushen, Leute, in den nächsten Tagen. Also könnt ihr auch sehr gespannt sein. Also meinen letzten Rang 30er Brawler, der mir noch sozusagen gefehlt hat. Okay. Oh, okay. Lieber mal abhauen. Sehr, sehr nice, Freunde. Und genau, da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie das... Oh, wie das klappen wird. Du meinst, auf Pitstop willst du es am ehesten machen, oder? Dann mit der Nita? Pitstop ist Nita wirklich sehr gut. Ja. Da gibt es noch eine Hotzone-Map, die heißt Parallel Place. Die ist aktuell sogar noch drin. Ah, ja, okay. Aber du bist aktuell in Köln. Genau, ja. Dann werden wir auf jeden Fall noch versuchen, die Tage das zu machen. Okay, ja, safe. Genau, Leute. Also ihr seht schon hier die Taktik, ne? Griff macht enorm viel Schaden. Lola natürlich auch. Und Max natürlich auch. Dementsprechend kriegen wir halt easy den Bot. Also ganz, ganz easy. Und die 3 Extra-Gems, die der Bot dann eben auch droppt, die, ja, lohnt sich definitiv. Jetzt können wir nochmal den Bot Just Fun einfach nochmal mitnehmen. Ja, ist auf jeden Fall ganz entspannt, Leute. So. Oh, Lukas, Griff macht so viel Schaden, das ist crazy. Ja, das ist krass. Ich habe letztens auch Griff im Stream gespielt und ich war echt sehr überrascht, Alter. Muss ich schon sagen, ich habe den nämlich lange nicht mehr gespielt gehabt. Sehr, sehr krank. Und Leute, wir machen weiter mit Phase 2, Kopfgeldjagd Unterschlupf. Genau, was würdest du sagen? Ja, Brock ist hier sehr gut. Kann mit Brock einmal komplett links die Lane aufmachen. Mhm. Alper. Aber vergesst nicht, Nani. Dass der Bot da ist, ne? Achso, der Bot ist ja auch da, ne? Ja, aber wir haben Nani. Nani, Brock, die machen echt gut Damage. Oder Bell vielleicht wegen dem Markieren?
Können wir auch machen, ja, ist auch eine gute Idee. Aber Brock brauchen wir auf jeden Fall, dass wir die möglich machen, Brock. Dann nimm du vielleicht Brock, oder? Ja. Soll ich dann Bell? Kannst Bell nehmen, ja. Okay, ja. Okay, er nimmt Stu auf jeden Fall dann, oder? Ja, kann er machen, ne? Okay, ja, Leute, dann sollte auf jeden Fall klappen. Kopfgedeckt zum Glück, ja, als zweites dran, weil ich muss ehrlich sein, also mit dem Bot ist das bestimmt richtig Krampf, oder? Ich glaube, das ist ja schon ein bisschen unangenehm, mal gucken. Okay, let's go, Leute. Übrigens, wie gesagt, falls meine Audioqualität ein bisschen ungewohnt klingt, ne, ich habe halt ein anderes Mikrofon, das schreiben immer ganz viele, wenn ich so vom Hotel aus aufnehme, dass ich mich ganz anders anhöre, Leute. Das liegt am Mikrofon, tatsächlich. So. Ja, okay. Jetzt habe ich leider meine Ulti gewastet. Okay, aber der droppt dann auch so Sterne, oder wie ist das? Nee. Ich glaube, nee, du bekommst keinen. Hast du Sterne, haben die Sterne bekommen? Ich weiß nicht, oder? Ich glaube, wir haben keine bekommen, ne. Okay, also hier ist der Bot einfach nur, so, damit er stört im Endeffekt, so. Okay, die Ems habe ich nochmal bekommen. Hat keine Sterne gedroppt, ne? Ne, hat keine Sterne gedroppt, Lukas. Nee, okay. Also Leute, hier bringt ja nichts der Bot, ne? Habt ihr schon gesehen? Okay. Nice. Sehr, sehr nice, Leute. Frank ist jetzt auch markiert. Macht auf jeden Fall Sinn bei ihm. Let's go. Okay. Und zack. Gleich ist er auch wieder down. Nice. Ja, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch eine ganz gute Comp. Also gut, die haben auch eine sehr loste Comp genommen. Mit Dynamike vor allem. Muss man ja auch dazu sagen, Leute. Sehr, sehr lost. Gerade sind jetzt auch wieder, also hat kein Bundesland mehr Ferien, also alle haben jetzt gerade auch Schule, deswegen wir spielen es jetzt gerade direkt, wenn es rauskommt, um 11 Uhr. Dementsprechend sind das wahrscheinlich eher Leute, die, keine Ahnung, random in der Pause zocken oder so, oder auf dem Klo gerade, würde ich jetzt mal schätzen, oder was meinst du? Kann sein, auf dem Klo. Auf dem Schulklo. Ja, oder? Kann schon sein, dass die aufs Klo gehen, um die hübscheste Bot-Herausforderung zu spielen. So. Genau, Freunde, also man kann jetzt davon ausgehen, dass die jetzt nicht sich viele Gedanken gemacht haben, um die kommt, ne, weil die ja nicht so lange weg sein dürfen auf Klo. Dementsprechend wahrscheinlich nicht die schwierigsten Gegner, eventuell. Mal gucken. So, hier ist nochmal eine Shelly. Und gleich haben wir dann auch die 4 Siege, wenn wir das Game gewonnen haben. Let's go, let's go. Ja, nice. Okay, die sind richtig bad, ne? Muss man ehrlich sagen. Ja. Der Robo spawnt jetzt. Ja. Helft ihm mit der Shelly? Jo, hab sie. Oh. Damit komm. So. Aber da muss ich einmal kurz niesen. Let's go. Okay, sehr, sehr nice. Okay, die liegen sogar vorne gerade. Heftig. Aber die Shelly, die ist ja wirklich ganz, ganz krass lost, also wirklich. So. Also Leute, Shelly würde ich euch echt nicht empfehlen hier als Pick. Kannst du den Robo markieren? Ja, gerne. Ich mach so viel Damage, das war so eine gute Idee mit Bell. Ja, ist nice, ne? Ja, ist crazy. Okay, sehr nice. Okay, let's go. Leute, das sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut aus. Wir sollten das gleich haben. Okay. Wieder markieren natürlich hier. Okay, Shelly läuft hier mit Ult hin. Aber hat die Ult jetzt schon gezündet, auf jeden Fall, krass. Okay, sehr nice. Ja, ist doch ein solides Game, Leute, würde ich mal sagen. Läuft gut. Und zack. Ja, haben wir auf jeden Fall auch Phase 2 geschafft. Sehr, sehr nice, Freunde.
Und jetzt fehlen auf jeden Fall nur noch genau zwei Phasen. Einmal Hotzone Feuerring. Und boah, ich muss sagen, das ist mit meiner meistgehasste Hotzone-Map. Okay, was meinst du, Mo? Ja, also die besten Brawler hier auf der Map sind eigentlich, also rechts Janett, du kannst Janett spielen. Aber auch gegen den Bot, ja. Achso, wir nehmen Damage, stimmt, da müssen wir vielleicht eine Pam oder eine Lola nehmen, in den Damage. Soll ich Lola nehmen? Oder Griff in der, ich nehme Griff in der Mitte, ist auch sehr stark. Ah ja. Du kannst Janett nehmen, du kannst Janett nehmen. Okay. Kannst schon entnehmen. Ich nehme dann einen Griff. So, ich mache die Map nicht auf, das heißt, ich kann dieses Gadget nehmen. Okay, aber Mortis würde ich eher nicht nehmen, oder? Ja, ich schreibe ihn jetzt. Ich glaube, der vergisst das auch immer mit dem Dings. Genau, Leute, weil man muss immer überlegen, ne, der Roboter ist quasi auf jeder Map, ne, in dieser Challenge. Das darf man nicht vergessen. Und am wichtigsten wird der dann Knockout sein wegen der Gratis-Megabox und so weiter. So. Okay, mal schauen, was er sagt. Ah, okay, er sagt, okay, ja. Okay, ja. Ja gut, mir ist es egal natürlich, Leute. Hauptsache, wir gewinnen. Oha, der Dieter Ehre. Ah, okay, ey, Mann. Er wollte es nur auf Ehre kurz einmal auswählen, Leute, das ist korrekt. So. Und let's go. So, hier ist nice Sketch oder ein bisschen weiter vorne, ne? Eher. Perfekt, ist gut. Ah, okay, ja. Ja, okay, die sind mega lost, Digga. Alter, sind die lost. Aber ich muss sagen, ich verstehe das gerade nicht, weil ich meine, an sich. Ich setz mal ein bisschen weiter hier hin. Oh, okay. Ich finde das mittlerweile so nice, dass immer so viele Events kommen, wo man so abstauben kann, Megaboxen. Ja, das stimmt, ne? Das ist schon das ist sehr echt nice. Gut. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Man muss halt sagen, Leute, die Belohnungen, ne, ist natürlich nochmal eine andere Sache von den Challenges, aber das ist jetzt ja zum Beispiel wieder sehr nice so. Und eine Gratis-Megabox, da sagt man nicht nein. Ne, für 8 Siege ist völlig machbar, würde ich jetzt sagen. Kriegst du noch Token, Star-Punkte? Genau, ja, eben. Okay. So, Freunde, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Okay, dürfen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Okay, nice. Wir fliegen mal hier zum Tick, Leute. Ja, sehr, sehr geil. Den Bot, den können wir jetzt auch ignorieren. Und damit let's go, Freunde. Sehr, sehr nice. Und wir haben auf jeden Fall den nächsten Sieg Nummer 5. Okay, sollte auf jeden Fall klappen. Let's go mit dem nächsten. Nice. Was war nochmal als letzte Phase? Ah ja, Knockout. Schade, dass hier gar kein Brawl Ball in der Challenge ist. Ja, das ist echt schade. Naja, aber bei Brawl Ball, es dauert vielleicht dann. Also die Games sind da so kurz, dass der Bot vielleicht gar nicht spawnen könnte oder so. Ah, stimmt. Vielleicht deswegen. Okay. Da sind Minen vorne sind Minen. Jo. Sehr nice. Alle down. Sehr schön. Okay, hier ist ein Gale nach oben. Ich gehe mal hier schnell hin und regeneriere kurz. Okay, Gale ist down. Ah.
Okay. Nice, sehr schön. Okay, Leute, let's go, let's go. Ja, die haben halt eine gute Combo, aber halt nichts, was so Damage macht, ne? Ja, stimmt, ne? So ein Squeak braucht zu lange, Gale hat zu wenig DPS. Ja, also zumindest so ein bis zwei Brawler sollte man schon haben, die so den Bot auf jeden Fall killen können. Ja, also ich glaube, so ein Griff in vielen Modus kann ich echt empfehlen, weil der DPS ist echt heftig. Ja, das stimmt, das stimmt. Sehr nice, Leute. Und damit kommen wir auf jeden Fall zur letzten Phase, zu den letzten beiden Games mit Big Box und Mega Box dann. Oh, die Map, okay. Was meinst du, Mo? Ja, ich schau mal kurz. Was ist das? Render Phoenix. Ja, hier kommt auch wieder dieser Bot, ne? Genau, ja. Also Leon ist links ganz gut wegen dem Gadget. Ja. Ja. Leon würde ich, Ich glaube ich, nicht nehmen sogar. Also ich jetzt. sag ihm, dass er Leon nehmen soll. Ja. Dann nehme ich eine Pam. Kann sowas wie, ja, Karl oder so Oder nehmen. du. Ja, du kannst rechts Karl nehmen. Rechts ist Karl gut. Rechts Ja, ist Karl gut. okay. Dann mache ich Mitte. Mitte nehmen kann. So, Leute. Und dann nehme ich Mitte wieder so einen Brock. Mach bei denen die Büsche kaputt. Und Brock hat auch einen guten Damage. Ja, okay, alles klar. Dann probieren wir es mal so, Leute. Let's go, let's go. Und wir starten rein. Sehr nice. Oh, okay. Interessant. Oh, die sind alle in der Mitte oder links, okay. Mach einmal da kaputt, dass wir wissen, wer da ist. Ja. Okay, die kommen mir nicht so gut vor. Okay, nur noch der Karl rechts. Dann wähle ich jetzt mal kein Gadget. Und nice, let's go. Sehr, sehr nice. Ah, jetzt ist der Karl hier auch rechts. Okay, nur noch der Tick. Oh mein Gott, der Bot spawnt. Kannst du wegdashen vom Bot, dass du dann irgendwie mehr auf Range bist als der Tick? Ja, genau. Ich versuche das mal, dass ich jetzt quasi den hier so rüber dashe einfach. Genau, ja. Okay, Leute, Okay. perfekt. Ja, das war nice. Und dafür kriegen wir einmal die gratis Big Box schon mal als erstes. Sehr schön. Und das letzte Game ist jetzt für die gratis Mega Box, beziehungsweise dann auch das Icon. Also für die beiden gratis Geschenke. Let's go, let's go. War bisher sehr easy, die Challenge, ne? Ja. Okay. Gehen wir mal direkt hier vorne rein. Oh, okay. Spikes hier direkt. Okay. Okay, Leute. Oh, Leon ist bei uns drin. Ich gehe mal hier von unten. Nice. Okay, sehr, sehr nice.
Okay, Spike ist sehr low. Ja, haben wir. Nice, Leute. Und damit haben wir die 8 Siege gewonnen ohne Niederlage. Sehr schön. Und die gratis Megabox damit auch. Let's go. Sehr geil. 2 verbleibende. Sehr nice. Gute Belohnungen hier wie immer wieder. Und sehr geil. Auch das Spieler-Icon mit dem hübschen Bot, Leute. GG. Können wir gerne mal auswählen kurz. Hier haben wir es auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr geil. GG. Und ja, Leute. Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice Sache. Geht gerne mit unseren Kombis rein. Ihr habt gesehen, wie wir gespielt haben. Ich bin damit raus, Leute. Wir sehen uns. Und danke dir nochmal, Mo, ne? Ja, gerne. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.